Was geht ab, Leute? Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Wir zocken jetzt mal Boiling Steel. Das ist noch in der Alpha-Version und zwar ist das ein, ich würde mal sagen, ein Adventure-Shooter. Wir müssen verschiedene Sachen erledigen. Wir müssen zum Beispiel Sachen hacken, um irgendwie Energie in irgendwelche Maschinen umzuleiten und so. Müssen uns aber auch vor Robotern schützen, die uns attackieren. Ziemlich cool gemacht. Ich bin der Voodoo, bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR, also abonniert mich, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Danke an meine offiziellen Patreon-Sponsoren. Danke Gamer, Woodghost VR, Oppermann Events und Peter Wasmeier. Viel Spaß mit dem Spiel und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Wir sind hier mitten im Dunkeln. Wir sollen jetzt einen Menüknopf drücken. Scan. Wie kann ich das denn drücken? It probably sounds silly, but I'm afraid of the dark. Please turn on the light for me. Ah, da. Muss ich, wie kann ich das denn jetzt hier? Scan the environment to find the opportunity to connect to a backup power source. Connect. Activate. Cool. That's better, right? Let's go down now. Finde ich ein bisschen kompliziert ist das hier schon. Oder? Oben? Settings. Ah, guck mal, was können wir denn hier alles machen? First Person Grip Release Drop Tools Mode. Aha. Interessant. Controls. Player Rotation Mode. Constant. Normal. Ja, das kennt man ja. Video. In Progress. Audio. Ja, wie auch immer. Gehen wir mal weiter. Alisa-Stuff. Ganz schön gruselig übrigens, ne? Boah, hier sieht man jetzt so die God-Rays von der Index. In dieser Umgebung, wo jetzt hier dieses blaue Licht da vorne ist und hier alles schwarz, das strahlt so dermaßen. Also, Wahnsinn. In this place they hold a line of defense. I wonder how long they held and from what they died. Nearby there are debris of robotic shells. Maybe was there a fight? There is a chance to redistribute the power inside. You have to connect to the terminal and I will activate the current block. Perform a scanning, okay. Scan. Ah, da ist dieses Ding. Connect. Ah, wir müssen schon in einer gewissen Reichweite sein. Guck mal, die ganzen Roboter. Oh, that was unexpected. Was war unerwartet? Das sieht ja schon abgefahren aus hier. Das können wir auch nochmal zumachen. You need to move forward. There is an energy pulse. Behind the bridge near the hangars, there is an entry point to the network of the energy system. We'll take the rest energy from it to our base. Aha. Such points are the main goal. I will redirect the flows for our base. Your capsule should receive energy. Was mich ein bisschen nervt, dass wir nicht in die Richtung vom Controller gehen können, sondern nur vom Kopf. Was? Performance. Oh, jedes Mal muss man hier einen Scan performen. Here is a less amount of energy than I expected. It enough only for a deeper scan and rehacking. Wait a bit. Warten, das kann ich. I found an energy signature in the old factory for the producing and testing builder shells. Be ready to dive in. I transfer your consciousness. Yeah. Okay. Cool. We have arrived. This is a factory for crash tests. There should be a connection node to the energy network. Hey, guy. It is behind the testing ground. You again have a rejected model. Because of the defect,
They did not even make it to the testing line. But I am sure that under your control we will complete an obstacle course. Übrigens, die labert mir zu viel. Ach du Scheiße. Connect. Open. Nice, nice. Wir machen alles auf hier. Oh nein. Scheiße. Also hier sieht für mich alles so aus, als wenn man hier viel hacken muss. Boah, das hier ist scheiße. Seht ihr das? Wenn ich versuche, da dran zu kommen, dann geht das Spiel zurück. Sowas mag ich gar nicht. Das verursacht Motion Sickness und nervt voll ab. Ah, guck mal da. Connect. Code 0451. 0451. I changed the testing system to the active phase. It is difficult to understand how much robotic shells have evolved, but I hope turrets and lasers will delay the first wave. You found the right numbers. Perfect. Hurry up, open the door to the main chamber. There is a highlighted dial on the stand. Ha! Open. Nice! Operator's chamber. Seid gruselig hier, oder? Also ich finde das schon. I found out that robotic shells with this firmware have the ability of a dimensional dash. It performs a sharp shift in the direction chosen by the operator. To use it, select direction and press the activator on the right hand. What? Press your button part? Meine Fresse, labert die viel. Oh. Press button part of the right touchpad to use dash. Whoa! Genau. Cool. Oh oh. Kriegen wir das hin? Consider that this is your young fighter obstacle course. I'll give you the Robo Scout badge. Oh yes. Move your iron ass while you're alive. Nice. It was not difficult. A more tough test awaits you further. Oh nein. Oh oh. Oh shit. Hä? Wunderbar, wunderbar. Was ist das? Pull the lever. Sharpness test. As soon as you push the lever, you need to make several straight dashes. If you do everything right, oh, the door won't crush you and we will finish this test. Das war after auch final einfach. Scanning and systems testing, the commission sent the models for revision or improvement. Come to the bridge. Time to get wet in the rain. Wir sollen auf die Brücke gehen. Soon I will take your consciousness out of this shell. Power center ahead. Redistribute as many energy streams as possible to our base. The procedure is already familiar to you. Ah, wir müssen das jetzt wieder scannen, genau. Transferred. Läuft. Splendidly. Slightly better, but still not enough. Get ready to dive in. I spotted another energy stream. Hä? Pff. This is another typical abandoned assembly factory, but in a different part of this planet. Attention. You are in the working model. This time there is no technical defect. You have a repair robot and with a tool in his hands. Get the tool. This will be the first time, so you need to figure it out.
A welding unit and a multifunctional shock charger are available for us. I will show you a holographic manual. Das ist schon echt. Oh Gott. You have a holographic inventory on your left hand. To open it, click on the controller, a grip button. When you choose one of the tools, just pull it out with your other hand. The program will teleport your weapons from the base. Ach du Scheiße. Correct the contour to the full capacity. To the full capacity, my dear. Do not be afraid to throw the tool away or lose it. You can always get a new one. We have them in abundance for a two life of continuous work. Und jetzt? We are locked in this chamber. We need to supply with power the door. Find the distribution board. A large, hanging on the wall, box should be somewhere nearby. Hanging? Ich finde das ein bisschen... Move your right hand to the select tool, clamp the grip into spread your arms as soon as you spread. Ja, gut. Wahrscheinlich das Ding hier, ne? They put seals on it. Cut them with a welding machine. Welding machine? Ist das der hier? Keine Ahnung. They put seals on it. Cut them with a welding machine. Okay, das war wohl nicht die Welding Machine. They put seals on it. Cut them with a welding machine. Ah! They put seals on it. Cut them with a welding machine. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Sorry. They put the board is open, and this is good. Let's now try to return the voltage. Take your charger tool. Charge the batteries until the indicator light is full. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Okay, man muss zwischendurch ein bisschen unterbrechen. Interessantes Spiel auf jeden Fall. Have launched new lines for self reproduction. I watched them all this time while you were sleeping. Ahead is the main energy core of the plant. If everything works out, this will be enough for us to launch the main systems of our base. Find the stairs. We need to launch the reactor. Stairs? Ah, da. Okay. Guck mal, hier ist wieder so ein Ding. Ich denk mal. Was auch immer das gebracht hat. Okay. Guck mal, da ist ein Hebel. Ich denke mal, das war dafür, ne? So. Ach nee, oder? Distribution boards also sealed. I think you know what to do. Charge them up. Eins. Zwei. Wunderbar. Krass. Now connect to the terminal using a Métis tablet. We will try to activate the reactor. Was soll ich machen?
Is this one small step for a man? Access to the control room. Wow. Bridge. Go downstairs and then to the engine room along the bridges. Das sieht ja krass aus. Na dann. Hier lang, ne? Was ist das denn? Ich habe das Gefühl, dass diese Roboter irgendwann aufstehen, oder was? Oder was meint ihr? Das könnte natürlich passieren, ne? Schade, dass ihr an der Seite so einen schwarzen Streifen seht. Kann ich aber leider nicht ändern. Das haben die extra so einprogrammiert. Wow! Das sieht schon geil aus. The elevator is near. Let's go down. Use the Métis for elevator management and activation. Métis? Mir ernsthaft immer alles mit diesem blöden Scanner machen? Das nervt mich. Below is a very large energy center. Nobody knows that you and I again powered him with energy. I hope they cannot track it and take it from us. It is necessary to use this energy resource wisely. Connect to it. Let's see what kind of catch will be this time. Vier Stück. Transferred. So. Und hier. Da waren aber vier, ne? Nee. No more waiting. It is time to move to action. Get ready. I am relocating you. Huh? How are you feeling? It must be very lousy after the jump. I hope you do not sway ahead of time. I still cannot provide you with a rest protocol. Look, next to your capsule there is an indicator of our energy. Your heroic actions allowed us to get the technical minimum. It will be enough for the first time. Now, this is our main goal. More energy will allow us to launch additional functions for the base. You will get new compartments. This will expand the functionality. Die redet halt einfach zu viel, ne? Das nervt ein bisschen. If the energy level reaches zero again, we will die. And I'm afraid that this time for sure. I restored the power of the central room. I am opening the door for you there. Thank you so much. Go to the control panel. You need to choose a new destination on the map. Thank you. Thank you. Central cabin. Das ist hier ist jetzt quasi unsere ja, Basis, sag ich jetzt mal. Welcome to Genome. This is a global electronics and networking optical microengineering system. Please give me a minute. Oh nein, a minute. Wir haben doch keine Zeit. Take a look. This is an abandoned robot planet. There are no people left and there are almost no interfaces available for us. I need to hack someone down there to move your mind. I will try to choose the best avatar for us. Okay. Finde ich on gut. On the surface, there is a permanent door of algorithms.
Something went wrong and the mechanisms broke up into several warring factions. The main ones are military and scientists. I do not know how they exactly call themselves down there. We'll see everything in place. But we will not be welcome there. All that you can expect is shoot to kill. Each of your actions and each of your failures cost me a lot, so try not to fail anymore. Shut up. Are we still with you, an effective team? No, we are not an effective team because you are talking so much. Verdammte Axt. Activate the scanner to search for available places for exploration. Scannen wir mal diesen Planet hier. Select available mission coordinates. Initiate weapons. Skills. Dummy, coolen Klon können wir haben. Time Warp, wir nehmen einen Klon, warum nicht? Start. Nee, können wir. Get ready, we begin to dive in. Get ready, we begin to dive in. Your robotic shell is a usual working model. The combat shells have a very strong firewall. Only the first test samples are available for us. I will try to change the shell tool for your protection. Any selected device will operate at maximum power according to a modified program. This will lead to almost instantaneous breakdown or overheating. Throw away used tool and take a new one. As you understand. Stop right there. There will be several enemies ahead. Oh shit! Now, go do some damage. Come on. Time to rob and kill. We will regain our former greatness. Haha! Sehr schön. You seem good at it. Können wir wieder fallen lassen, ne? Ja. Oh oh. Wieso lädt er nicht mehr auf? Na klasse. Och nee, Leute. Jetzt lädt er wieder auf. Jetzt schießen die? That's where one of the factions extracts energy. It will be more than usual. Let's find the connection point. Ja, Leute, ich würde sagen, an der Stelle zocke ich auf meinem englischen Kanal weiter und will euch nicht weiter jetzt hier spoilern. Ich werde, wie gesagt, weiter zocken und dann berichte ich euch mal darüber jetzt im Studio, wie es war. Boiling Steel heißt das Spiel. Nun, wenn man hier so die Screenshots mal schaut, auf den ersten Blick dachte ich, das wäre so ein Arena-Shooter im Multiplayer, ist aber was ganz anderes, habt ihr ja gesehen. Also wir müssen tatsächlich auch manchmal so ein bisschen das Hirn anstrengen, ne? Müssen Sachen aktivieren, müssen gucken, wo geht's lang und wie aktiviert man das alles und so. Es ist interessant, allerdings muss ich sagen, kam mir im Fahrt von den Elementen schon nach dem dritten Mal zu repetitiv vor, also dass wir das hat irgendwie dann keinen Bock mehr gemacht. Dieses, weißt du, diese Siegel da entfernen, dieses da muss man gucken. Also könnte sein, dass das dann ein bisschen eintönig wird. Kann man aber jetzt natürlich so erst sagen, wenn man das ganze Spiel durch hat. Die Idee ist nicht so schlecht. Was ich halt cool fand, sind diese Waffen, ja, wo du diese Railgun, ne, wo du da drauf gehst und pschuh, das hat sich richtig gut angefühlt. Ne? Auch dieses Inventar, wo du das so rausziehst und dann auseinanderziehst, ja doch, ist ganz witzig. Es dauert auch noch ein bisschen, bis es rauskommt. Viertes Quartal 2019. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, ist das halt noch nicht draußen. Und ich weiß noch nicht, was das kosten wird. Aber
Wir können es auf allen VR-Brillen zocken, am PC, Index, Vive, Rift und Windows Mixed Reality. Das ist natürlich schon mal cool. Ja, wenn euch so ein Spiel interessiert, könnt ihr mal dann schauen, wenn es rauskommt. Es ist ja möglich, das auch zurückzugeben, das ist ja kein Thema. Von daher, Boiling Steam, mir hat es gut gefallen. Wenn es euch auch gut gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, einmal im Monat, könnt ihr das tun, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, über meinen Twitch-Account, den findet ihr unter diesem Video. Also, Leute, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de